Mein Name ist Cornelia Göbel. Ich bin Köchin und Mitinhaberin vom Hotel Forstmeister. Ich bin ausgebildete Kräuterpädagogin. Deshalb verwenden wir in unserer Küche viele Wildkräuter und auch Blüten. Heute speziell wollen wir einen Blütenknödel machen, also ein vegetarisches Gericht. Und dafür sammle ich jetzt die Blüten, was der Garten momentan so hergibt. Das sind Taglilien, die wir heute für unsere Blütenknödel brauchen. Taglilien sind auch in der asiatischen Küche bekannt, dort werden sie gefüllt. Also ich könnte die heute auch füllen. Und wie der Name schon sagt, Taglilien sind nur einen Tag offen. Das ist eine Apothekerrose. Und zwar, wenn Sie Rosen verwenden, dann immer Duftrosen. Die haben einen besonderen Geschmack. Die beste Rose ist eigentlich die von der Hagebutte. Wir bieten auch Kräuterwanderungen an, wo man die Vielfalt der Wildkräuter erleben kann. Und es wird auch während der Wanderung hergestellt, entweder ein Kräuterschnaps oder ein Kräuteressig, den man dann mit nach Hause nehmen kann. Spaß im Kopf. Ja, nee, wir machen heute Blütenknödel. Oh, aha. Und da sammeln wir jetzt und ja. Dann kommen wir. Da kann man aus dem, wir haben dieses. Die Taglilien. Taglilien, ne? Ja. Ja. Haben Sie die probiert? Die haben wir noch nicht probiert. Aha. Dann probieren Sie einfach mal. Nehmen Sie einfach mal hier runter. Ein Blatt? Genau. Mhm. Zart, lecker, knackig. Wichtig ist, wenn Sie Blüten sammeln, am besten die Blüten aus dem eigenen Garten. Jede Jahreszeit hat ja ihre Blüten. Und auch wenn Sie sammeln in der freien Natur, nur das, was Sie wirklich kennen. Weil es gibt auch Blüten, die sind giftig. Und wir wollen ja niemanden vergiften. Hier sehen Sie unsere Saunalandschaft, wo Sie bei uns gut entspannen können. Und natürlich sind die Aufgüsse auch aus Blüten. Jetzt nehmen wir noch meine Lieblingsrose mit. Das ist ein ganz toller Geruch und ein Geschmack. Ist eine alte englische Sorte und die habe ich schon viele, viele Jahre und die ist sehr blühfreudig. So, das ist unser fertiges Gericht, die Blütenknödel. Wenn Sie keine Blüten haben oder wenn Ihnen das zu kompliziert ist oder Sie einfach nur keine Lust haben zum Kochen, dann kommen Sie zu uns. Bei uns stehen Sie auf der Karte. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de